Hallo und herzlichen Glückwunsch! Sie haben Ihre AIS-App erfolgreich installiert und sind jetzt mit Ihrer Zentrale verbunden. Dazu haben wir ein kurzes Schulungsvideo für Sie vorbereitet, um zu zeigen, wie Sie die wichtigsten Funktionen nutzen und Ihre Aufträge in nur wenigen Schritten abarbeiten können. Zuerst sehen Sie in der Übersicht Aufträge, Textnachrichten, Fahrzeugstatus und die Einstellungen. Neue Aufträge erscheinen immer im Vordergrund und kündigen sich mit einem Klingeln an. Abhol- und Zustelladresse, Sendungsinhalt sowie mögliche Zeitfenster sind auf einen Blick sichtbar. Sie können einen neuen Auftrag mit Begründung stornieren und an die Zentrale zurückgeben oder Annehmen drücken, dann wird er ja Ihrer Auftragsliste hinzugefügt. Um einen Auftrag abzuholen, Wählen Sie den nächsten bzw. den gewünschten Auftrag aus und drücken Abgeholt. Wenn Ihr Unternehmer auf Packstückebene arbeitet, können Sie zusätzlich die Barcode-Scannung öffnen und jedem Collo einen eigenen Status vergeben. Nicht gescannte Barcodes werden dann mit Fehlt zurückgemeldet. Mit OK schließen Sie den Auftrag ab. Er verschwindet dann und Sie kommen zurück in die Liste Ihrer offenen Aufträge. Um einen Auftrag zuzustellen, drücken Sie auf Zugestellt und geben falls nötig einen abweichenden Status ein. Wenn Sie Beschädigt auswählen, wird ein Foto verlangt, ohne dieses Sie den Auftrag auch nicht abschließen können. Zu guter Letzt können Sie den Empfänger für den Erhalt der Ware unterschreiben lassen. Bitte benutzen Sie hierfür Finger oder einen speziellen Stift und keine normalen Kugelschreiber oder spitze Gegenstände. Dies funktioniert nicht und könnte Ihr Display verkratzen. Mit OK wird auch dieser Auftrag abgeschlossen und an Ihre Zentrale zurückgemeldet. So, da haben Sie die Aufträge schon geschafft. War doch gar nicht so schwer, oder? Dann schauen wir uns jetzt einmal die Textnachrichten an. In der Übersicht sehen Sie Ihre eigenen verschickten Nachrichten und die eingegangenen. Um eine neue Nachricht zu erfassen, drücken Sie auf Plus und schreiben dann wie gewohnt mit der Tastatur. Sobald die Nachricht nicht mehr rot ist, wurde sie in der Zentrale empfangen. Bei schlechtem Handyempfang kann dies natürlich etwas länger dauern aber ansonsten sind es nur ein bis zwei Sekunden. Eingehende Textnachrichten kündigen sich genau wie die Aufträge mit einem Klingeln an. Wenn Sie möchten, können Sie sich die neuen und auch die bereits eingegangenen Nachrichten immer auch laut vorlesen lassen. Im Menü Fahrzeugstatus können Sie Anfang und Ende bestimmter Zeitintervalle angeben, die vielleicht für Ihr Unternehmen erfasst werden sollen. Drücken Sie einmal, um einen Status zu aktivieren und nochmals, um ihn wieder zu deaktivieren. Sie können natürlich auch mehrere Status gleichzeitig markieren. Unter Einstellungen ist die genaue Konfiguration Ihrer App sichtbar. Die Einstellungen, die Sie selber ändern können, sind zum Beispiel die Sprache und ob eingehende Textnachrichten immer automatisch vorgelesen werden sollen. So, dann hoffe ich, ich konnte Ihnen einen guten Überblick über die wichtigsten Funktionen verschaffen und wünsche Ihnen jetzt viel Spaß und viel Erfolg beim Einsatz. Jetzt aber los!